Ja, ansonsten herzlich willkommen zum Edo-Talk heute. 14 Uhr ist es. Wir fangen an. Es geht um Technik, sinnvolle Technik für Webinare und Online-Formate. Und ich habe mir das Ganze so vorgestellt, ich habe es unterteilt. Es geht einmal um das Thema Kameras, es soll um das Thema Audio gehen, es soll um Licht gehen, es soll auch um das Chroma-Key-Verfahren gehen, also Greenscreen, wie setze ich das ein? Ich werde 2, 3 Gadgets vorstellen, darauf eingehen, wie man auch Camcorder oder digitale Spiegelreflexkameras als Webcams zum Beispiel auch nutzen kann. Und wir werden nachher am Schluss auch nochmal auf einen Blick auf eine Software werfen, das Open Broadcast Studio, was eigentlich auch ein sehr großer Mehrwert für so Online-Formate auch ist. Fangen wir an mit dem großen Bereich der Kameras. Genau, Kameras, das ist immer ein ganz großer und wichtiger Punkt, weil die Bildqualität, die ist bei Online-Formaten natürlich auch sehr, sehr entscheidend. Wobei wir im Moment einen denkbar schlechten Zeitpunkt haben, um über Qualität auch zu reden, weil bedingt durch die Corona-Krise eigentlich alle Anbieter die Übertragungsqualität reduziert haben. Das heißt, normalerweise, wir haben hier bei Zoom in einem Business-Paket eine Übertragungsrate von Full HD, also 1080p. Das entspricht einer Auflösung von 1920 mal 1080 Pixel. Im Moment ist das reduziert auf DVD-Qualität 720p. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier eine super Kamera habe, die auch Full HD herausgibt, letztendlich werden jetzt nur wird nur eine reduzierte Videorate in die Zoom-Konferenz weitergegeben. Das ist nicht unüblich, das spart Bandbreite. Viele andere Anbieter haben eine noch geringere Bandbreite. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, Webex zum Beispiel, die haben, glaube ich, 640 auf 480 Pixel und man kann dann in High Quality hochgehen. Das wäre dann diese 720p Auflösung, also das, was Zoom im Prinzip als schlechte Variante jetzt oder als geringere Variante jetzt schon hat. Das ist übrigens auch die Auflösung, die in einem Gratis-Account von Zoom und in einem Pro-Account zur Verfügung steht. Das heißt, diese 1080p, die werden auch erst bemerkbar oder kann man erst bekommen, wenn man ein Business-Paket zum Beispiel hat. Wo das Sinn macht, zeige ich gleich auch nochmal. Wollen uns ja schließlich auch an ein paar Beispielen auch was angucken. Ja, von den Kameras gibt es unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, mit denen wir arbeiten können. Viele arbeiten derzeit mit ganz normalen Webcams, was natürlich überhaupt gar kein Problem darstellt. Auch Webcams übertragen das Bild. Derzeit, also viele merken allerdings aber auch, dass Webcams gerade enorm im Preis auch gestiegen sind. Also teilweise kosten sie jetzt auch das Doppelte, was sie am Anfang des Jahres gekostet haben. Ich selber habe auch vor 2, 3 Jahren diese EduTalk-Reihe angefangen und hatte dort auch nur eine ganz normale Logitech 920 Webcam und ein USB-Headset von Sennheiser für 22, 23 Euro, was für den Anfang vollkommen ausreichend ist. Aber je mehr man sich ja weiterentwickeln möchte, je mehr man auch ausprobieren möchte, desto mehr oder desto andere Technik kann man ja auch mal verwenden, sei es jetzt auch mal Funkmikrofone oder auch andere Kamerasysteme. Ja, wie gesagt, normale USB-Webcam ist ja jedem geläufig. Steckt man irgendwie auf einen Computer oben drauf, ist per USB angebunden. Eine andere Möglichkeit, die etwas mehr Flexibilität ermöglicht, das sind sogenannte PTZ-Kameras. PTZ steht für Pan, Tilt and Zoom. Und ich gebe mal gerade den Bildschirm frei. Die Firma Logitech hat unter anderem als einer von vielen Anbietern PTZ-Kameras im Angebot. Das sind so diese etwas größeren hier, die lassen sich dann auch über eine Fernbedienung zum Beispiel steuern. Da ist ein optischer Zoom mit eingebaut. Die lässt sich, wie gesagt, schwenken, neigen und zoomen. Pan, Tilt and Zoom und deswegen auch PTZ-Kamera.
Wo macht so etwas Sinn? Sicherlich nicht überall. Sehr gute Erfahrung habe ich im letzten Jahr gemacht, als wir hybride Veranstaltungen konzipiert haben, also sprich Veranstaltungen vor Ort mit Online-Veranstaltungen verbunden haben, dass online eben nicht nur ein Streaming stattgefunden hat, sondern eben auch eine Teilhabe. Und ich habe hier mal gerade einen kleinen Bildausschnitt aus einer Aufzeichnung von YouTube. Das war eine Veranstaltung in Alsfeld. Und hier wird, wie gesagt, diese Veranstaltung auch in Full HD übertragen. Da sieht man schon, wenn man es sich direkt bei YouTube anguckt, ist das eine sehr, sehr gute Videoqualität. Ton und so weiter über Funkmikrofone übertragen. Im Hintergrund, der Referent in Berlin war über Video mit dazugeschaltet per Zoom. Und genauso auch Menschen, die nicht live vor Ort sein konnten, haben sich auch über Zoom mit zugeschaltet und konnten auch mitdiskutieren und mitreden. Und der Vorteil jetzt bei diesen Kameras ist, dass man, je nachdem, was man für ein Format wählt, in diesem Fall war es jetzt eben so eine Mischung aus Vortrag, aus Diskussionsrunde etc., sehr flexibel auch ist, was so die Übertragung angeht. Das heißt, im Moment bin ich jetzt gerade noch da vorne, noch ein bisschen am Reden, aber es soll jetzt an dem Tisch mit einer Diskussionsrunde weitergehen und mein Mitarbeiter konnte jetzt mit der Kamera im Prinzip jetzt einfach dorthin zoomen, dass jetzt nur diese Gesprächsrunde jetzt auch übertragen wird, was dann eben auch für die Online-Zuschauerinnen und Zuschauer wesentlich angenehmer auch ist, weil einfach verschiedene Facetten und verschiedene Perspektiven einer Veranstaltung übertragen werden können. Toll sind diese Kameras, PTZ-Kameras, aufgrund des optischen Zooms auch für die Übertragung von analogen Veranstaltungen, Plenums, Podiumsdiskussionen. Die Kamera, die ich jetzt hier habe, die hat einen 10-fachen optischen Zoom. Und das bedeutet, dass ich auf das 10-fache rauszoomen kann, ohne dass es zu Qualitätseinbußen kommt. Und das ist eigentlich schon eine ganze Menge. Das heißt, ein Raum mit 200, 300 Leuten, das kann man damit wunderbar auch übertragen. Die werden per USB einfach an den Rechner angeschlossen, haben nochmal eine Stromversorgung und werden dann ganz normal als Webcam auch erkannt. Und ich habe hier nebendran auch noch mal eine stehen und die werden wir uns nachher noch mal anschauen, wie die oder bei live dann aussieht von der Bildqualität. Ach, was heißt nachher? Schwingen wir doch jetzt einfach gerade mal rum. Gehen wir hier mal auf die Rallye-Kamera und schon schwingt es hier ein bisschen. Jetzt sieht man auch schon mein Setting hier in meinem kleinen Keller-Arbeitszimmer, wo ich jetzt gerade bin. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, über die Fernbedienung jetzt eigentlich dann auch zu zoomen und mir Perspektiven auch einzustellen. Genau, richtig. Das ist eigentlich sehr, sehr flexibel und die Bildqualität, wie gesagt, ist auch sehr, sehr gut von so einem Gerät. Preislich habe ich sie gesehen ab im Prinzip 200-300 Euro aufwärts bis 2.000-3.000 Euro aufwärts. Ist natürlich klar, wo, das ist wie bei Objektiven für Fotoapparate, wo viel Glas mit drin ist, wo qualitativ hochwertige Objektive oder Linsen mit drin sind. Das kostet leider dann auch ein bisschen Geld. Aber Digitalisierung, Formate kosten Geld. Und wenn ich sehe, was wir für analoge Formate teilweise für Raummieten, für Raumausstattung etc. bezahlen, für große Veranstaltungen, und wie lange wir solche Geräte nutzen können, relativiert sich das meiner Meinung nach eigentlich auch relativ schnell. Ja, neben den PTZ-Kameras, man muss auch nicht immer sich gleich irgendwie was Neues kaufen. Oft kann man auch Kameras benutzen, die man schon hat, nämlich so die sogenannten Daddy-Cams oder digitale Camcorder, die das Bild über einen HDMI-Ausgang rausgeben. Oder eben eine Spiegelreflexkamera. Ich jetzt auch nutze als Webcam jetzt gerade eine Nikon Spiegelreflexkamera, die jetzt hier über meinem Monitor aufgebaut ist. Und da ist jetzt die Frage, wie bekommen wir so eine Spiegelreflexkamera per HDMI als Webcam in den Computer? Und das ist jetzt auch schon so der erste Technik-Gadget-Part, mit dem wir uns damit beschäftigen. Und zwar stelle ich jetzt zwei Alternativen vor.
Das eine, das ist ein sogenannter Camlink von der Firma Elgato ist das. Das sieht so aus wie so ein USB-Stick, hat auf der einen Seite einen HDMI-Eingang, auf der anderen Seite ja per USB rein. Und den stecke ich bei mir unter Windows oder Mac in den Computer rein, HDMI-Anschluss von der Kamera und schon wird die Kamera dann als Webcam auch mit erkannt. Funktioniert nicht bei allen Kameras. Es muss ein Live-HDMI-Video-Output geboten werden. Aber auf der Website von Elgato ist das auch nachzulesen, welche Modelle unterstützt werden. Jetzt kommt gleich bestimmt die Frage, welche Firma war das nochmal? Alle, die sich hier angemeldet haben, haben sich ja mit einer E-Mail-Adresse angemeldet. Das heißt, es wird die Tage noch eine E-Mail von mir geben, morgen oder am Freitag, in der auch nochmal der Link zur Aufzeichnung mit drin ist, sowie die Geräte, die ich hier vorstelle, mit den entsprechenden Links im Netz dazu. Ja, ich sagte, ich stelle zwei Alternativen vor. Das eine ist, wie gesagt, dieser Camlink-Adapter. Das ist klein, aber funktioniert, wie gesagt, nicht mit allen Geräten. Was also sehr gut funktioniert und wo ich ein sehr großer Fan von geworden bin, das ist das sogenannte Arte Mini Videomixer oder Videomischpult. Möchte ich euch einfach nur mal ganz kurz zeigen, was das ist. Und zwar ist das hier so eine kleine Box. Und diese Box, die hat hinten 4 HDMI-Anschlüsse und da kann ich beliebige HDMI-Geräte anschließen. Also alle Geräte mit einem HDMI-Ausgang. Das kann auch eine Xbox sein, eine Playstation, ein Computer, ein Tablet kann das sein oder eben auch eine entsprechend andere Kamera. Und diese Geräte kann ich dann unten über die großen Tasten einfach umschalten. Und von diesem Gerät geht ein USB-C-Kabel raus in den Laptop, in den Computer und gibt ein Webcam-Signal raus. Also das heißt, das Arte Mini, das wird von Zoom dann einfach als Webcam erkannt und ich kann dort beliebige Geräte anschließen. Und ja, das wird dann einfach mit ins Zoom übertragen. Kernstück von dieser Software oder von diesem Gerät ist auch die beiliegende Software. Das ist das Atom Control Software. Die funktioniert natürlich nur, wenn man dieses Gerät hat, weil da ja auch dieser Prozessor und diese Rechenleistung mit drin ist. Und die werde ich jetzt einfach auch mal ganz kurz zeigen, wie die aussieht. Das ist so diese Oberfläche dieser Control Software. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, auf die verschiedenen Kameras umzuschalten. Ich habe auch hier die Möglichkeit in einer Medienbibliothek, Sie haben vorhin gesehen, es gab so ein Startfenster, Start 14 Uhr, genauso so eine Endcard oder auch Bauchbinden, die kann ich einfach als Bilddateien hier reinziehen und kann mir diese dann einfach aktivieren und die werden dann als Webcam-Signal anstelle des Videobildes herausgegeben. Ja, genauso habe ich hier auch einen Audiomixer. Das heißt, ich kann die HDMI-Eingänge der einzelnen Geräte sowie zwei Klinkenanschlüsse hier noch drüber steuern und habe hier noch ein Mischpult im Prinzip mit dabei und habe hier auch nochmal Kontrolle über meine Kamera und kann hier auch nochmal Farbkorrekturen etc. soweit alles vornehmen. Genau, und das jetzt auch noch mal kurz zu zeigen, was ich Ihnen jetzt gleich in meinem Vollbild zeigen werde, ist der Einsatz auch von Bauchbinden. Das heißt, das sind diese Infoblenden oder die Lower Thirds, wie man auch so schön sagt, die dann unten angezeigt werden. Das sind im Prinzip Bilddateien, Grafikdateien, hier in der Mitte BG-Block-URL-2, die ich mir erstellt habe. Eine transparente PNG-Datei mit der Auflösung 1920 auf 1080. Und die kann ich jetzt hier einfach auswählen. BG Block 2. Und jetzt hebe ich mal die Freigabe auf. Und jetzt sehen Sie, was passiert, wenn ich nur mal auf diese On-Air-Taste drücke. Zack, kommt jetzt hier unten diese Bauchbinde. Und der Vorteil ist halt, dass ich mich jetzt hinter dieser Bauchbinde bewege. Das heißt, wenn ich mich jetzt bewege, wird der Schriftzug nicht verdeckt. Im Gegensatz zu dem Logo, was ich hier habe, das ist einfach ein Logo, das habe ich an meinem Hintergrund. Der Hintergrund ist ja auch eine Bilddatei, einfach mit angefügt. Hat aber den Nachteil, wenn ich jetzt mit der Hand davor gehe, ist natürlich auch das Logo
natürlich nicht mehr zu sehen. Wie gesagt, das ist nochmal so die Grundfunktion von diesem Arte Mini. Was auch sehr gut damit funktioniert, ist das sogenannte oder Arbeiten mit dem Chroma-Key-Verfahren. Ich deaktiviere jetzt hier gerade mal den virtuellen Hintergrund von Zoom. Den kennen ja viele vielleicht auch, dass man sich dort virtuelle Hintergründe einbinden kann. Und ich sitze jetzt hier vor einem grünen Tuch, vor einem Greenscreen und kann jetzt hier über das Arte Mini im Prinzip mich dann auch freistellen. Das heißt, ich werde jetzt ausgeschnitten und der Hintergrund wird entfernt. Ich kann hier unterschiedliche Farben reinsetzen. Ich kann jetzt auch Bilder reinsetzen. Was ich auch, ich komme mal die Startkarte jetzt hier auch mal rein, die ist jetzt vor mir drauf, genau. Bin da eigentlich sehr flexibel, kann alles, was mit dem Chroma Key zu tun hat, hier drüber auch, ich sag mal, steuern. Was auch machbar ist, ein sogenanntes Flying Key Verfahren, das bedeutet, dass ich meine Position in einem meine freigestellte Position in einem Video sehr leicht auch ändern kann. Das heißt, ich kann dann hier auch die Größe verändern, meine Position verändern und könnte jetzt im Hintergrund, das habe ich ja auch schon bei ein paar Webinaren gemacht, jetzt zum Beispiel ein iPad oder eben auch eine, ich sag mal, eine weitere Videoquelle jetzt laufen lassen. Das gibt einfach auch nochmal so schöne Erfahrungen, aber das ist alles über dieses Gerät ganz problemlos möglich und umsetzbar. Genau, weshalb ich das so empfehle, das Arte Mini, und weshalb ich so ein großer Freund davon geworden bin, das liegt auch am Preis. Weil normalerweise solche Geräte, also von Roland gibt es eins, das ist so ein Pendant, das kostet über 1000 Euro. Und das Arte Mini, das ist wirklich mit etwas über 300 Euro sehr, sehr bezahlbar. Vor allen Dingen auch für Settings, wenn ich mehrere Kameras anschließen möchte, geht das problemlos. Und da kann ich jetzt auch, ich sag mal, mit mehreren Geräten einen Livestream zum Beispiel von einer Veranstaltung organisieren, Kameras einfach per Knopfdruck dann auch wechseln, verschiedene Mikrofone einbinden. Und also das ist im Prinzip schon so das komplette Studio, was ich hier auch brauche. Marianne schreibt es gerade, gibt es Tutorials für das Arte Mini? Natürlich einfach mal bei YouTube nachschauen. Also YouTube ist in der Hinsicht wirklich Fundgrube Nummer 1 und da findet man auch jede Menge Anleitungen und Tutorials dazu. Das Gerät, das ist unheimlich vielseitig. Also ich selbst, ich nutze das vielleicht zu 30-40% aus. Ich nutze es in der Regel, wie gesagt, um diese Bauchbinden im Webinaren einzubinden, wenn ich hier mal auf was zeigen möchte. Das ist übrigens der Blog Erwachsenenbildung-ekhn.blog, wo nachher auch die Aufzeichnung drin sein wird, für solche Sachen, weil das eben über Zoom alleine nicht möglich und nicht machbar ist. Genau, das soweit erstmal zu dem Arte Mini. Wie gesagt, das ist eine kleine Hardware, ein Technik-Gadget, um unterschiedliche HDMI-Geräte als Webcam nutzen zu können, um mit Greenscreen arbeiten zu können, etc. Bauchbinden einzubinden, alles Mögliche. Es gibt, da werfen wir gleich auch nochmal einen Blick drauf, auch noch eine Software-Alternative. Wie gesagt, das OBS, Open Broadcast Studio. Das ist eine kostenlose Software, Open Source, eben für ein Broadcast-Studio. Und da werden wir am Ende hier des Inputs nochmal einen kurzen Blick drauf werfen. Wie gesagt, alles ein bisschen einführend, weil bei jedem jetzt ins Detail reinzugehen, das sprengt einfach den Rahmen von der Stunde, die wir uns jetzt Zeit genommen haben oder Zeit nehmen wollen. Ja, Greenscreen ist ja auch nochmal so ein Thema. Ich hatte gesagt, ich arbeite oder ich sitze hier im Prinzip auch vor einem Greenscreen. Ich kann hier den virtuellen Hintergrund auch nochmal kurz entfernen. Greenscreens gibt es im Prinzip wie Sand am Meer in diversen Online-Einkaufsportalen. Das ist jetzt gar nicht mal so ein professioneller Greenscreen wie eine Dia-Leinwand. Das ist einfach nur ein grünes Tuch. Ja, und wenn ich Ihnen das jetzt mal genauer zeige, ich schalte mal um auf die andere Logitech-Kamera,
Moment, gehen wir hier mal rüber. Letztendlich habe ich mir hier nur ein großes grünes Tuch geholt, habe mir hier oben eine Gardinenstange besorgt, ist umgenäht, habe mir dann hier zwei Ringschrauben in die Decke gezimmert und habe dann Kabelbinder drumherum und stecke das Ding einfach rein, wenn ich es brauche. Und wenn ich es nicht brauche, die gleiche Konstruktion, die habe ich da hinten an der Wand, kommt es einfach an die Wand drüber und ist aus den Füßen. Und so habe ich eigentlich mit einem sehr, sehr geringen finanziellen Aufwand eigentlich schon die Grundlage für ein Streaming-Studio. Weil der Stoff an und für sich, der ist nicht teuer und das kann man sich auch alles im Prinzip selber machen. Man kann sich natürlich auch Profi-Greenscreens für mehrere hundert Euro holen mit Deckenmontage zum Runterziehen, aber das tut es auch. Wichtig dabei ist dann aber auch die richtige Beleuchtung und Licht ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Daher oder viele fragen dann ja auch, was ich an Lampen oder an Licht auch empfehlen kann. Bei Greenscreen ist es vor allen Dingen wichtig, weil die Qualität des Greenscreens mit der Qualität des Lichtes steigt. Wenn der Greenscreen nicht richtig ausgeleuchtet ist, sind da zum Beispiel so Schattierungen drin und dann fängt das auch so an zu schimmern und es gibt dann einfach auch Ungereimtheiten im Bild. Aber ansonsten ist es auch wichtig, dass man als Person auch selber gut ausgeleuchtet ist. Und hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel im Internet mal in diversen Online-Händen oder Geschäften mal nach Fotostudio-Beleuchtung oder Studio-Lichter schaut, wird man eine ganze Menge auch an wirklich guten Lichtmaterialien und Lampen auch sehen. Das sind in der Regel LED-Leuchten, die auch, ich sag mal, verstellbar sind, was Farbtemperatur und Helligkeit angeht. Und das ist etwas, ich möchte mich nicht auf eine bestimmte Marke festlegen, aber was ich eindeutig empfehlen würde, ist zu gucken, dass man Farbtemperatur und Helligkeit regulieren kann. Weil je nachdem, wie hell es wird, also ich kann es hier einfach auch nochmal zeigen, gibt es hier einfach auch nochmal ganz Unterschiede. Das ist jetzt so ein Spot, den ich jetzt vor mir habe, der ist jetzt auf volle Power gestellt und dann bin ich natürlich etwas überbelichtet und dann muss ich es ein bisschen runterstellen einfach und dann habe ich die Möglichkeit, links und rechts einfach die Helligkeit und Farbtemperatur einzurichten. Ich nutze hierfür, das kann ich auch mal gerade zeigen, sogenannte Philips Hue-Lampen. Das sind, ja, man sagt mal so schön, intelligente Lampen. Aber im Prinzip sind es Birnen, die man über Smartphone oder über eine Software am Mac auch steuern kann. Ich schalte hier gerade noch mal eben rüber, um das zu zeigen. So, das heißt, ich habe jetzt hier einmal so einen großen Reflektorschild vor mir dran oder so einen Diffusor. Der sorgt einfach dafür, dass man nicht das volle Licht direkt ins Gesicht abbekommt und der mildert das Ganze nochmal ab. Und an der Seite, das ist auch so halbe Eigenkonstruktion, die Ständer, die gibt es auch bei Amazon zu kaufen. Ist auch so eine Hue-Lampe drin und dann mit so einer gebastelten Socke oben drüber, dass eben der Lichtschein nicht so hart ist. Und ich mache das bei mir auch so, dass ich die Lampen selber nicht auf mich stelle, sondern eben auf die Decke. Und durch die weiße Decke wird das Licht halt eben reflektiert und kommt auf mich im Prinzip komplett runter. Und das sorgt eben dafür, dass ich auf allen Seiten gleich schlecht oder gleich gut ausgeleuchtet bin. Natürlich ist das auch immer eine Sache der Kamera, wie eine Kamera damit auch umgeht. Es ist auch eine Sache der Übertragungsrate oder der Übertragungsqualität einer Software, wie gut das Bild auch übertragen wird. Das hat auch Auswirkungen auf die Helligkeit. Und es ist natürlich auch eine Sache von einem Monitor, wo ich jetzt gerade drauf sitze. Ich habe jetzt zwei Monitore und obwohl das Bild relativ identisch ist, ist jetzt hier auf dem großen eine leicht andere Darstellung, eine dunklere Darstellung als jetzt hier auf dem Screen von dem Laptop. Da muss man einfach ausprobieren, sich so Lampen einfach mal besorgen, ausprobieren, Aufnahmen machen und dann für sich das beste Setting einfach auch herausfinden. Genau, das soweit zu Licht. Der nächste Punkt wäre dann Audio.
Der Ton, ja, wie kommt denn der Ton da rein? Und es gibt hier ganz hohe qualitative Unterschiede. Nutze ich zum Beispiel den Ton von der Webcam, die hier auf meinem Monitor steht. Da ist noch so eine Logitech-Kamera. Moment, ich schalte hier mal gerade um. Das ist die Genau. Ist der Ton nochmal ein ganz anderer, als wenn ich jetzt ein Funkmikrofon nutzen würde? Ja, ich schalte mal wieder zurück auf mein Funkmikrofon. Das heißt, jede Kamera, auch jedes Mikrofon hat nochmal qualitativ eine andere Darstellung des Tones, eine andere Übertragung des Tones. Und ich empfehle auf jeden Fall, mindestens ein Headset zu verwenden. USB-Headset, was man sich aufsetzen kann, mit einem Bügel vorne dran, weil hier einfach die Entfernung zwischen dem Mikrofon und dem Mund immer konstant ist. Ich erlebe es ganz oft bei Online-Veranstaltungen oder auch bei Webinaren. Die Leute nutzen dann das Webcam-Mikrofon und ja, beim Reden drehen sie sich dann auch ein bisschen rum und gucken dann auch in der Luft. Und wenn man sich vom Mikrofon wegdreht, wird der Ton natürlich schlechter, dann wird man nicht mehr gehört. Ja. Wenn man jetzt allerdings irgendwie ein, ich sag mal, Headset-Mikrofon auf hat, ist das vollkommen egal. Dann hat man immer den gleichen Abstand auch zum Mikrofon. Außerdem gibt es wirklich unheimlich schlechte Mikrofone, verbaute wie auch in Webcams drin. Da rate ich wirklich also Minimum ein USB-Headset. Wer, ich sag mal, ein bisschen langfristiger planen möchte oder auch bestehende Ressourcen nutzen möchte, es gibt auch Möglichkeiten, vielleicht schon vorhandene Funkmikrofone zu nutzen. Also ich habe jetzt hier auch ein sogenanntes Nackenbügelmikrofon mit so einem Funksender dran. Das kennen viele auch, ich sag mal, aus Gemeindehäusern, Veranstaltungshäusern, dass man dort schon Funkstrecken hat. Und diese Funkstrecken, die haben ja in der Regel so ein sogenanntes XLR-Kabel. Ja? Und dann ist ja auch die Frage, wie kriege ich das denn jetzt in den Laptop rein, dass der Ton dort ankommt? Und ja, das geht natürlich nicht direkt. Dafür brauche ich nämlich ein weiteres Gerät, nämlich ein sogenanntes USB-Mischpult oder ein USB-Mixer. Hierbei handelt es sich eigentlich nur um ein kleines Mischpult oder ja ein Audiomixer, der einen USB-Ausgang hat. Und hier, hier mit dem USB-Ausgang geht das Gerät über ein USB-Kabel in den Computer und wird dort einfach als Soundkarte, als externe Soundkarte erkannt. Das Gerät jetzt hier von Yamaha, das ist aus AG06, das finde ich ganz nett, weil es schön klein, robust ist und es braucht auch keine externe Stromversorgung, sondern das zieht den Strom über die USB-Verbindung zum Laptop. Und hier habe ich jetzt auch die Möglichkeit, zwei XLR-Kabel anzuschließen, also entweder dynamische Mikrofone oder ja, oder mit oder auch Instrumente oder wie auch immer. Allerdings, und da muss man darauf achten, wenn man sich so ein Gerät kauft, muss man auch immer gucken, was man für Mikrofone hat. Wenn man jetzt nämlich Kondensatormikrofone benutzt, das sind so, gucken wir mal, so diese großen Plöppel hier. Diese Kondensatormikrofone, die haben in der Regel, wenn sie keine USB-Kondensatormikrofone sind, haben die auch so einen XLR-Anschluss und die brauchen eine sogenannte Phantomspeisung. So, was ist das denn? Phantomspeisung bedeutet eigentlich nur, dass diese Geräte keine Energieversorgung haben, also da sind keine Batterien drin, sondern die ziehen den Strom aus dem Mischpult mit raus. Da kommt nochmal eine extra Spannung, wird dann über das Kabel mit übertragen und das kann man in den Mischpulten einstellen. Dieses Gerät bietet aber nur Phantomspeisung für ein Mikrofon, nicht für zwei. Muss man wissen, was man damit machen möchte. Wenn man mehr haben möchte, gibt es andere Geräte. Ich habe jetzt hier auf meinem Schreibtisch von Alesis, das nennt sich, wie heißt denn das, Multimix 8. Da kann ich vier Geräte anschließen, alle mit Phantomspeisung. Liegen kostentechnisch so zwischen 120 und 160 Euro um den Dreh. Natürlich gibt es auch günstigere von der Firma Behringer zum Beispiel. Funktionieren auch ganz gut, aber
dieser Spruch, kaufst du günstig, kaufst du zweimal, der gilt natürlich auch im technischen Bereich. Also wir haben für die Projekte, die wir im letzten Jahr gemacht haben, viele Standorte ausgestattet mit einer Funkstrecke und einem kleinen Behringer Mischpult. Da ist der Vorteil, die kriegt man schon für 45 Euro und die sind zweckmäßig okay. Ja, die sind wirklich für den Zweck okay. Die sind nicht qualitativ hochwertig super gut, zweckmäßig okay. Und für 45 Euro auf jeden Fall ein Schnapper. Aber wie gesagt, würde ich das für regelmäßige Projekte anschaffen, würde ich eher gucken, wie viele Anschlüsse brauche ich und externe Stromversorgung, Phantomspeisung, was für Mikrofone kann ich anschließen, etc. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, kann man dort jedes beliebige Mikrofon anschließen an so ein Gerät, wie entweder so ein Funkmikrofon oder auch, ich sag mal, ein Headset über Klinkenkabel. Da sind die Dinger eigentlich unheimlich vielseitig und man bekommt so den Ton oder auch andere Geräte in die Zoom-Konferenz oder in das Webinar mit rein. Ja, wir sind jetzt schon fast halb durch. Wir gehen jetzt nochmal und werfen einen kurzen Blick auf die angekündigte OBS-Software und werden danach auch auf die Fragen eingehen, die jetzt hier auch schon mal gestellt wurden. Wie gesagt, herzliche Einladung, wenn ihr noch Fragen irgendwie habt, einfach in dieses Fragen- und Antwort-Tool bitte reinstellen. Und ich werde die dann nachher auch durchgehen und ja, richtig. Und dann werden wir, glaube ich, mit allem durchkommen. So, OBS. Ich muss jetzt gerade die Software mal starten. Das ist ja, wie gesagt, perfekt hier vorbereitet. So, das hier ist die Oberfläche von OBS. So, das ist eine Software für Streaming, für Aufnahme. Also ich kann damit direkt, ich sag mal, live streamen. Ich kann damit auch lokal auf der Festplatte aufnehmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Video-Tutorials machen möchte, kann ich das hier drüber machen. Es sind hier zwei Fenster zu sehen, weil ich hier gerade in dem Studio-Modus bin. Das linke Fenster ist das Fenster, im Prinzip ja die Vorschau, wie es ja oben drauf steht, ist jetzt super erklärt. Und das rechte Fenster ist das, was nachher aufgezeichnet oder übertragen wird. Also das heißt, ich kann jetzt von hier direkt einen Stream starten. Das kann ich eingeben zu Facebook, zu YouTube, zu Twitch etc. Ich kann aber auch, nein, also ich nicht, Windows-Nutzer. Für Windows gibt es ein Plugin, ein Virtual Cam Plugin, was im Prinzip OBS als Webcam in Zoom zum Beispiel oder ein Videokonferenzsystem sichtbar macht. Dieser virtuelle Cam, diese Schnittstelle war jetzt einige Zeit bei Zoom deaktiviert, ist aber mit dem vorletzten Update wieder aktiviert worden. Das heißt, Leute, die einen Windows-Computer haben, können OBS nutzen, das, was ich zum Beispiel gleich zeige, und das, was jetzt hier in dem rechten Fenster rauskommt, als Full-HD-Webcam-Signal in Zoom reinspeisen. So, wie ist die Software aufgebaut? Wichtig sind hier unten die unterschiedlichen Szenen und die unterschiedlichen Quellen. Ich habe jetzt hier einfach auch schon mal meine ganzen Geräte oder ein paar Geräte eingebaut, also die Logitech beziehungsweise das Arte Midi, das ist jetzt gerade die Spiegelreflexkamera, die jetzt überträgt. Wir haben jetzt hier die Logitech Rallye-Kamera, die ich vorhin auch schon mal gezeigt habe. Und hier ist nochmal eine dritte Kamera, die Logitech Brio, die jetzt gerade auf meinem Laptop drauf ist. Und ich kann jetzt hier einfach, ich sag mal, wenn ich jetzt auf Übergang klicke, einen entsprechenden Wechsel dieser einzelnen Kameras in das Programm mit überleiten, was dann eben aufgenommen oder aufgezeichnet wird. Das kann ich aber nicht nur bei Kameras, sondern ich kann jetzt auch, ich sag mal, den kompletten Screen von meinem Monitor jetzt freigeben oder ich kann jetzt einfach auch mit unten auf Plus eine neue Szene eingeben. Und zwar möchte ich, dass die Oberfläche von meinem MacBook jetzt gespiegelt wird, gebe eine neue Szene an, klicke dann bei Quelle auf das Plus
und habe jetzt hier die Auswahl Audio, Bild, Bildschirmaufnahme, Browser, Diashow, Farbquelle, also das ist unheimlich vielseitig. Sage ich jetzt Bildschirmaufnahme, MacBook, okay, der wird bereits verwendet. So, und kann jetzt hier in dem Fenster genau den Monitor auswechseln, den ich jetzt hier haben möchte. Und dann habe ich ihn jetzt im Prinzip als Quelle, kann mir jetzt noch einpassen, wie ich es gerne sehen möchte. Und die OBS-Profis, die jetzt vielleicht zuschauen, die sagen, oh, das geht bestimmt alles viel schneller. Keine Ahnung, also wie gesagt, ich nutze OBS eigentlich in der Praxis gar nicht, weil ich, wie gesagt, einen Mac habe und das hier nicht funktioniert mit der Einbindung in Zoom. Allerdings habe ich ja auch das Atem Mini. So, des Weiteren kann ich aber auch, wenn ich jetzt eine Kamera zum Beispiel nehme, das ist jetzt die Logitech-Kamera hier oben drauf, kann ich zum Beispiel auch Bauchbinden einbinden. Das heißt, ich habe vorhin ja auch gezeigt, dieses Logo mit erwachsenenbildung-ekhn.blog, das habe ich jetzt einfach als PNG-Datei hier importiert als Quelle und kann jetzt hier einfach sichtbar schalten. Und das geht auch in dem Live-Betrieb. Das heißt, wenn ich jetzt das Bild von der Webcam übertrage und dann im Live-Betrieb dann zum Beispiel sage, okay, jetzt soll eine Bauchbinde rein, zack, wird die übertragen und das wird nahtlos dann auch dargestellt. Aber nicht nur das geht, ich kann hier auch mit Chroma Key arbeiten. Das heißt, dafür gehe ich dann hier auf die Filter der entsprechenden Kameras und kann mir hier als Effektfilter den Chroma Key auswählen. Das heißt, hier über die Software wird jetzt direkt dann auch freigeschaltet und das Ganze kann ich dann auch als Webcam-Signal mit übernehmen. Wie gesagt, nicht nur als Webcam-Signal. OBS ist eigentlich, wie gesagt, eine Streaming-Software. Die ist viele Streamer bei YouTube nutzen das oder auch bei Twitch, um Gameplays aufzunehmen. Das heißt, während die spielen und sich selbst da eingebunden haben, das funktioniert echt fantastisch damit. Und ja, unter Windows kann man das auch sehr gut nutzen für Webinare und Online-Formate. Ich hatte vorhin YouTube schon mal erwähnt, da gibt es zahlreiche Videos und Anleitungen zu OBS. Wie gesagt, das ist die wohl beliebteste Software, eben Open Source und kostenlos. Und wer sich dafür interessiert, der wird bei YouTube auch sehr, sehr gut fündig. In Ordnung, das war jetzt soweit erstmal der inhaltliche Punkt. Ich würde jetzt noch mal auf die Fragen eingehen und dann nochmal die Möglichkeit bieten. Es ist ja derzeit noch so, dass nur ich jetzt hier zu sehen bin und alle anderen sind jetzt als reine Zuschauer da, ohne Webcam, ohne Mikrofon. Wir wollen aber vielleicht gleich nochmal ins Gespräch kommen, was ihr und was Sie auch nutzen. Das heißt, wer Interesse hat, sich jetzt gleich per Webcam mal mit dazu zu schalten, einfach mal unten auf die Meldehand drücken und dann werde ich euch zu Diskussionsteilnehmer befördern und dann könnt ihr dann einfach mit dazukommen und dann können wir hier gleich nochmal so ein bisschen quatschen. Genau, aber zuerst gehen wir schon mal auf die ersten Fragen ein. So, fangen wir hier mal an. Technische Grundausstattung für eine Hybridveranstaltung, sodass Online-Teilnehmer gut partizipieren können. Wichtiger Punkt ist auf jeden Fall die gute Kamera und guter Ton. Denn wenn der Ton nicht stimmt und auch das Bild grisselig ist, stimmt auch das Kommunikationserlebnis nicht. Es gibt ja ein soziales Erlebnis, es gibt das Kommunikationserlebnis, ja, und das finde ich auch unheimlich wichtig bei so hybriden Veranstaltungen. Und das war auch der Grund, warum ich mich seinerzeit für Zoom als Software entschieden habe, weil Zoom der einzige Dienst überhaupt war, der eine Übertragung in 1080p überhaupt möglich hatte. Sonst, wie gesagt, hatte das kein einziger Mitkonkurrent oder keine einzige Software. So, dann, wie gesagt, Grundausstattung, kleines USB-Audio-Interface brauchen wir. Wir brauchen Funkmikrofone. Ich habe jetzt hier diese normalen Handmikrofone, so ein Doppelset.
Die nutze ich für Veranstaltungen. Da reichen eigentlich zwei. Ja gut, jetzt bei Corona müssen wir jetzt eigentlich gucken, ob man mehrere Geräte hat, weil man die ja auch mal schön desinfizieren muss, wenn man sie weitergibt. Brauchen, wie gesagt, ein USB-Audio-Interface und eine Monitorbox, damit das, was online gesprochen wird, auch in einer guten Qualität in den Raum übertragen wird. Und ich sag mal, in Räumen oder bei Gruppen von 20, 30 Leuten nutze ich den hier. Das ist, wie heißt denn der? Der Bose SoundLink Mini. Wenn ich das Ding auspacke, dann sagen die meisten, der reicht ja niemals, aber wenn der mal an ist, also wie gesagt, für Veranstaltungen mit 20, 30 Leute reicht das Ding vollkommen aus. Und ansonsten habe ich auch die Möglichkeit, an ein Mischpult zwei von solchen Geräten anzuschließen. Bei größeren Veranstaltungen, letztes Jahr, wir hatten eine Veranstaltung mit 120 Leuten, da sind die Dinger natürlich zu klein, da braucht man dann schon eine entsprechende Tonanlage. So, gehen wir mal die nächste Frage. Headset-Empfehlung, was braucht es mindestens ungefährer Preis? Also hier reicht, wie gesagt, ein USB-Headset aus, ich sag mal so, Low-Level-Basis. Ich bin sehr angetan von den Sennheiser PC7, PC8 Headsets. Die kosten so um die 25 bis 30 Euro. Die machen wirklich guten Ton. Was jetzt nicht heißt, dass andere Produkte keinen guten Ton macht, aber da habe ich jetzt weniger Erfahrung. Mit den Sennheiser-Geräten fährt man sehr, sehr gut. Die kriegt man jedem Mediamarkt, Saturn, Expert, Amazon oder wie auch immer. So, ich bin gerade dabei, einen neuen PC zu kaufen. Welche Anschlüsse brauche ich, um ein Arte Mini und Zoom zu arbeiten? Also, Anschlüsse, ein USB-Anschluss, denn das Arte Mini gibt über einen USB-Stecker eigentlich nur ein Webcam-Signal weiter. Was für ein Prozessor? Da würde ich, wenn du mit Zoom arbeiten möchtest, auf jeden Fall einen Core i7-Prozessor nehmen, denn nur mit dem Core i7-Prozessor können auch Full-HD-Aufnahmen gemacht werden. Das ist prozessorabhängig und das braucht auch Power, 1080p zu produzieren und zu übertragen. Core 5-Prozessoren, die schaffen nur die 720p-Auflösung. So, die Ina, da war doch gerade noch was mit Arte Mini Pro. Genau, ist das Arte Mini Pro zu empfehlen? Der Unterschied zum Arte Mini ist ja lediglich, sind drei Sachen. Das Arte Mini Pro hat einen Netzwerkanschluss und es kann direkt über die Software gestreamt werden. So, wenn ich jetzt streame, muss ich ja von Zoom den Livestream starten zu Facebook. Aber das Arte Mini Pro kann direkt aus der Atem-Software den Livestream starten, genauso wie OBS. Ob das Sinn macht, muss jeder für sich selber entscheiden. Ob jetzt viel gestreamt wird auf Facebook und YouTube, hat den Vorteil, man kann zum Beispiel YouTube streamen und man kann gleichzeitig über Zoom auf Facebook streamen. Und das Arte Mini Pro beherrscht Multicam. Das heißt, da kann ich alle angeschlossenen Geräte gleich groß mir anzeigen lassen. Allerdings kostet es auch über das Doppelte von dem Arte Mini. Ja, also das liegt bei 650 bis 700 Euro. Muss jeder wissen, ob das sich rentiert. Die Ina fragt noch, wenn zwei Referenten da sind bei Zoom, können dann auch bei beiden die gleichen Hintergründe und Bauchbinden eingeblendet werden, nicht mit einem Gerät. Wenn wir zwei Referenten sind, sind wir ja zwei Menschen von zwei Computern über zwei Zoom-Instanzen und jeder muss für sich das entscheiden. Wenn ihr also was Einheitliches wollt, dann sprecht euch vorher ab und teilt eure Hintergründe, dass jeder bei sich den gleichen Hintergrund macht. Aber jeder kann nur für sich selber und für sein Bild, was übertragen wird, Bauchbinden, Einbinden und Hintergründe festlegen. Gibt es Alternativen für OBS für Mac-User? Ja, gibt es, aber leider nicht kostenlos, das muss ich auch dazu sagen. Es gibt mehrere Dienste. Manycam ist zum Beispiel einer, der kostet 10 Euro im Monat.
bin ich aber überhaupt nicht von angetan gewesen, lief sehr, sehr instabil. Was der richtige Knaller ist für Mac-User, das ist eCam Live, also eCam Studio Live, kostet allerdings mit diesem virtuellen Cam-Plugin 20 Euro im Monat. Also es ist nicht wirklich günstig, aber das ist eine Software, die kann wirklich alles. Die ist klasse und die habe ich auch mal ein halbes Jahr lang genutzt. Bin ich großer Fan von, aber brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich das Arte Mini habe. Hey. So, ich hätte gerne ein Nackenbügelmikrofon, das auch sehr leicht ist, wie das Headset, was ich heute habe. Von welcher Firma ist das? Das ist ein T-Bone, The T-Bone Headset von der Firma Thomann. Und zwar Thomann hat genauso wie auch der Music Store eine ganz gute Beratung und da kann man einfach mal anrufen, was man sich, ich sag mal, vorhat zu holen. Und mir wurden damals hier diese Headset-Mikrofone, so Nackenbügel-Mikrofone empfohlen. Haben wir im Zentrum 3 Stück davon. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Sind jetzt nicht die dezentesten mit dem dicken Wuppel hier vorne dran, aber von der Sprachqualität bin ich damit sehr angetan. Ja, genau, Fidan. Ein einfach grünes Tuch wird gefragt. Genau, es ist einfach nur ein grünes Tuch. Mehr steckt dahinter nicht. Dann ist noch die Frage, wäre das Rodecaster Pro eine Option? Ja, das ist ein sehr, sehr, Moment, das muss ich gerade überlegen, das Procaster. Genau, oder heißt das Podcaster? Jetzt muss ich genau, weil Rode hat ja so unterschiedliche Mikrofone. Da gibt es ja Procaster, das ist, glaube ich, das längere, wo man vorne reinspricht. Da muss man halt darauf achten, dass man eben nicht so an der Seite reinspricht, sondern das Mikrofon so positioniert, dass es direkt hier vorne ist. Einige mögen das, andere mögen das nicht, wenn das Mikrofon direkt vorne dran ist, aber qualitativ soll das wirklich auch sehr, sehr gut sein. Jetzt wird es sehr detailliert. Das stimmt, ist keine Frage, aber gebe ich recht. So, die Marianne fragt doch, wodurch kommen Ton und Bild gleich schnell an? Und wie kann das verhindert werden? Wie kann verhindert werden, dass Bild und Ton gleich schnell ankommen? Also wahrscheinlich meinst du die Latenz verhindern. Ja, es kann nämlich vorkommen. Und zwar möchte ich das jetzt einfach auch mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt eine andere Tonquelle nehme, ich wähle jetzt hier mal gerade ein anderes Mikrofon aus. Hier, und zwar... Genau. Jetzt kommt der Ton über das USB-Mikrofon, dürfte aber ungefähr eine halbe Sekunde zeitversetzt mit meiner Lippenbewegung sein. Das ist die sogenannte Latenz. Und das kann bei Geräten passieren. Und ich habe das zum Beispiel für mich so gelöst, dass ich von meinem Mischpult aus, was ich hier habe, wo das Funkmikrofon ja reingeht, einen Audioausgang nicht direkt in den Computer mache, in das Arte Mini, sondern erst in die Kamera gehe und von der Kamera dann Bild und Ton gleichzeitig über das HDMI-Kabel in das Arte Mini gehe. Wenn ich von dem Mischpult direkt in den Computer gehe, ist der Ton schneller da und dann habe ich leider auch die Latenz. So, die letzten 2 Fragen und dann geben wir nochmal die Wortkommentare frei. David fragt, habe ich richtig verstanden, nur mit dem Atem Pro können gleichzeitig unterschiedliche Streamingdienste angesteuert werden, dann würde mir OBS mehr bringen als das Atem Mini. Nur mit dem Atem Pro können gleich... Genau, das Atem Mini kann nicht von sich aus streamen, sondern es gibt erstmal nur das Webcam-Signal weiter oder das Bildsignal als Webcam weiter. Ja, wenn du jetzt, ich sag mal, einen Windows-Rechner hast und das auch unter Zoom nutzen kannst mit diesem Virtual Cam Plugin, ist OBS, was den Stream angeht, erstmal die bessere Lösung. Allerdings nicht, wenn du mehrere Geräte über HDMI ansteuern möchtest. Du kannst zwar über OBS mehrere Geräte per USB anschließen und dann die Szenen erstellen, aber nicht HDMI-Geräte, außer du kaufst dir halt für jedes HDMI-Gerät so einen Camlink-Stick. Also das heißt, für Streaming, ja, OBS besser, für
mehrere HDMI-Geräte und für so Live-Übertragung und Settings sind die Atem Minis auf jeden Fall besser. Genau, und wenn du dann eben mehrere Streams erstellen möchtest, dann ist das Pro die bessere Wahl. Und die Petra fragt noch bitte nochmal, wie wird der Hintergrund drauf gemacht? Meine bewegen sich immer mit mir mit. Petra, ich würde dich mal bitten, das verstehe ich nicht gerade, was ich bei dir... Das kann sein, du meinst wahrscheinlich dieser Ghosting-Effekt. Du meinst sehr wahrscheinlich, ich schalte mal hier mal gerade ab, wenn ich hier jetzt hier bewege, so diesen Ghosting-Effekt, dass der Hintergrund mitschwimmt. Und das liegt an der Ausleuchtung des Hintergrundes und ist bei mir nicht der Fall, weil ich ein Greenscreen benutze. Bei Zoom gibt es ja bei den virtuellen Hintergründen die Option mit Greenscreen-Technik verwenden. Und wenn ich die anklicke und ein grünes Tuch hinten dran habe, dann kommt es eben nicht zu diesen Verwaschungen. Wenn ich kein Greenscreen habe, ja, aber den virtuellen Hintergrund nutzen möchte, brauche ich eine möglichst gute Ausleuchtung. So, Frank und Heiko, ihr winkt jetzt ganz fleißig. Dann würde ich euch einfach mal das Wort geben. Macht eure Mikros frei. Was habt ihr mitgebracht? Ich wollte den Ghosting-Effekt demonstrieren und auch mein schlechtes Mikrofon. Ich habe einfach in Zoom ein Bild hinten eingebunden. Das höre ich dich nicht. Ich habe in Zoom hinten ein Mikrofon eingebunden. Also ich habe ein Bild eingebunden in Zoom. Das ist mein Kameramikrofon, ist schlecht. Ich bin auch am Suchen nach einem neuen Mikro. Also ich hab Frank gehört, ich weiß nicht. Also Entschuldigung bitte, ein großer Punkt, den ich mir merken soll. Wenn ich das nächste Mal diese Bluetooth-Box, die ich hier nutze, zu zeigen, was ich nutze und sie ausstecke, sollte ich sie auch wieder anstecken, weil sonst höre ich nicht, was die anderen sagen. So, jetzt höre ich dich, Frank. Jetzt hörst du mich. Ich wollte eigentlich diesen Ghost-Effekt zeigen. Und ja. Der ist eben auch unter anderem Prozessor- und Hauptplatinen abhängig, weil da kommt der Prozessor mit meinen Kopfbewegungen und Handbewegungen nicht mehr hinterher, das Bild zu rechnen, um das dann sauber darzustellen in dem eingebundenen Bild. Das Bild ist übrigens ein tolles Bild von der Glauburg, wo der Keltenfürst ausgestellt ist. Und den ihr hier neben seht, das ist mein Teddy, das ist der Bruno. Wunderbar. Genau, also auch danke nochmal für die Ergänzung. Es ist auch prozessorabhängig. So, nochmal die Einladung, wer jetzt noch mit dazukommen möchte per Video und Cam, einfach mal die Hand heben unten auf dieses Symbol, dann schalte ich euch mit dazu. Aber jetzt ist Heiko noch mit dabei. Hallo Heiko. Hallo, ich habe gerade nur gewinkt, weil ich zeigen wollte, wie das ohne die Greenscreen ist. Ich habe in der Tat dabei hier nebenan noch so ein grünes Tuch, was ich jetzt vielleicht bei Gelegenheit mal aufhängen werde. Das habe ich eigentlich bisher als Hintergrund benutzt für Fotoarbeiten, um da dann den Hintergrund wegzunehmen. Aber das werde ich wahrscheinlich mal ausprobieren. Und ich muss sagen, ich habe in der Tat diese Webcam, von der du vorhin gesprochen hast, die habe ich jetzt seit 2 Tagen hier stehen. Ich habe die auch bestellt vor 2 Monaten. Zum Original-Amazon-Preis und die war dann halt nicht lieferbar, aber sie ist dann in der Tat auch für den Preis vor ein paar Tagen gekommen. Ansonsten kostet die auch mittlerweile zum Teil sogar das Dreifache. Also das ist schon vom Preis her wie Klopapier halt, ne? Plötzlich war es ausverkauft. Ich wollte aber an der Stelle nochmal sagen, dass ich das sehr schön gefunden habe, dieses Seminar. Also es hat mir Spaß gemacht, dazu zu hören. Da waren sicherlich noch einige Anregungen bei und finde ich positiv. Daumen hoch. Ja, vielen Dank. Ja, irgendwie Webcams und Headset, das sind so neue Anlagevermögen. Also hätten wir das gewusst, von wegen Bitcoin investiere in Webcams. Ne? So, da kommt nochmal haben wir noch so ein paar Fragen. Was ist der Unterschied zwischen Sennheiser PC7 und PC8? Da gibt es so Artikelbeschreibungen im Shop. Ich glaube, das eine hat, zwei Lautsprecher in den Ohren, das andere hat nur einen. Das kann man auch ständig dann anlassen, wenn man dann auch mal irgendwie telefoniert. Genau, aber ansonsten qualitativ müssten die, oder sind die meines Wissens nach gleich, aber
Ich habe jetzt so auch noch nicht jetzt nachgeschaut. Mindestanforderung für einen Laptop, eine Zoom-Videokonferenz durchzuführen, wenn man eins kaufen will. Also wie Frank schon richtig gesagt hat, der Prozessor, der ist da sehr entscheidend. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man Streaming und viel streamen möchte, ein Core 7 Prozessor Minimum, weil nur wie gesagt mit dem Core 7 kann man auch in der höchsten Auflösung überhaupt übertragen und dann entsprechend auch Arbeitsspeicher, da sind 16 GB eigentlich auch nicht mehr unüblich. Genau, also das sind eigentlich so die Anforderungen, die ich ja erstmal sehe, genau. Also ich hatte letztens auch ein MacBook mal in der Hand, MacBook Pro, und das hatte nur einen Core 5 Prozessor. Das lief auch alles wunderbar, nur wie gesagt, hatte ich, das war noch vor der Corona-Zeit, nur diese reduzierte Übertragungsrate einfach. Und das ist ein bisschen ärgerlich, wenn man eine Veranstaltung übertragen will und ich sag mal einen großen Raum hat, wo dann eben auch, ich sag mal, 50, 60 oder 100 Leute sind und man ranzoomen möchte, um eine Gruppe abzubilden, da ist es einfach schon schön, wenn die in einer hohen Auflösung und einer guten Qualität einfach auch gezeigt wird, weil ich meine, mittlerweile, wir sind so verwöhnt durch hohe Auflösungen. Schaut euch einfach nochmal eine DVD an, wenn ihr die ganze Zeit irgendwie Blu-rays oder 4K-Scheiben gewohnt seid. Da denkt ihr auch, mein Gott, was ist denn das? Und dann schon wieder eine schlechte Stimmung dabei. So, genau, jetzt haben wir hier nochmal Fragen. Wird das Video eingestellt, bin bei der Arbeit und kann nur halb zuhören? Dann hoffe ich, dass deine Arbeit das auch zulässt, dass du halb zuhörst. Natürlich, die Aufzeichnung, die wird natürlich eingestellt auf unserem Blog, sobald die auch da ist. Diejenigen, die sich mit einer E-Mail-Adresse angemeldet haben, die bekommen auch nochmal eine Follow-up-Mail mit allen Daten und ja, Hinweisen und Aufzeichnungen etc. Und alle anderen müssten manuell dann hier gucken, wahrscheinlich morgen oder übermorgen gibt es bei uns im Blog dann die Aufzeichnung mit allen Beschreibungen. Und am besten ist es dann auch immer, wir haben da auch so ein Newsletter oder auch die Facebook-Seite oder YouTube-Kanal, da irgendwas zu abonnieren, dann kriegt man auch immer irgendwie Bescheid. Wie lange kann man sich die Aufzeichnung ansehen? Ich schätze mal so, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, ungefähr 60 Minuten. Aber wenn du die zeitliche Einstellungsdauer denkst, das wird erstmal drin bleiben, solange es YouTube geben wird. Weil die sind dann auch in unserem YouTube-Kanal und solange es YouTube gibt, sind dann dort auch unsere Aufzeichnungen mit drin. So, Robert, ob auch ein Ryzen 9 Prozessor geht, das kann ich dir, glaube ich, nicht sagen. Das tut mir wirklich leid. Das geht dann... Da habe ich keine Erfahrung mit derartigen Prozessoren. Das geht dann auch zu tief. Da würde ich dann vielleicht auch einfach mal in Foren nachgucken. Aber wenn das ein leistungsstarker Prozessor ist, dann sollte dem eigentlich nichts entgegenstehen. Gut, die Fragen sind soweit alle durch. Nochmal so die letzte Einladung, sich per Wort und Bild hier nochmal mit zu melden. Einfach unten auf die Hand klicken und dann werdet ihr mit dazugeholt. Dem scheint ja nicht zu sein. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wie gesagt, wir haben bei uns im Blog ein Newsletter, der erscheint einmal im Monat, also da wird man auch nicht zugebombt. Da haben wir unterschiedliche Fachbeiträge aus dem Bereich der Erwachsenenbildung, also auch der Familienbildung, politischen Bildung, Bildungskompetenzen, religiöse Bildung und so weiter. Schaut einfach mal rein. Und ansonsten sind dort auch unsere Webinare und anderen Fortbildungsangebote. Und wenn da noch was dabei ist, würde ich mich freuen, wenn wir uns irgendwann wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, bis bald und tschüss. Danke, tschüss.